Hey, hier ist Marcel von CubeTube. In diesem Video wollen wir uns einmal den neuen 1&1 E-Scooter etwas genauer anschauen. Ich verrate euch alle technischen Daten und nehme euch direkt mal mit auf eine kurze Probefahrt. Bevor wir mit dem 1&1 E-Scooter hier ein bisschen durch die Gegend flitzen, ein paar Worte zu den technischen Daten. Der 1&1 E-Scooter wird von der Firma SoFlow hergestellt. Das ist nämlich das Modell SoFlow SO6. Dieser bietet eine Leistung von 350 Watt, ist geeignet für Personen bis zu 120 Kilogramm, weist dank eines großen Akkus eine Reichweite von 30 Kilometern auf. Und die Höchstgeschwindigkeit ist in Deutschland ja begrenzt, liegt bei diesem Modell bei 20 km/h. Die Lenkstange ist auch schön groß, also auch größere Personen können mit diesem E-Scooter locker durch die Gegend fahren, überhaupt kein Problem. Thema Sicherheit natürlich bei E-Scootern auf jeden Fall sehr wichtig. Wir haben zwei Bremssysteme mit an Bord. Einmal eine elektronische Vorderradbremse und einmal eine Trommelbremse, die sich im Hinterrad befindet. Die Bremse kann hier ganz einfach über den Bremshebel betätigt werden. Natürlich ist auch eine Klingel mit dabei und praktischerweise liefert der Hersteller ebenfalls eine flexible Handyhalterung mit, die auch mit den meisten Smartphones kompatibel sein sollte. Daneben befindet sich ein großes Display, das zeigt den aktuellen Akkustand an und wie schnell ihr gerade unterwegs seid. Und nicht zu vergessen natürlich noch den Gashebel auf der rechten Seite, mit dem ihr dann den E-Scooter beschleunigt. Eingeschaltet wird der 1&1 E-Scooter über den Power-Button hier neben dem Display. Lange gedrückt halten, schon ist der E-Scooter einsatzbereit. Nochmal hier auf dem Display zu sehen, die Geschwindigkeit, die Akkustandsanzeige und die zurückgelegten Kilometer. Über den Lichtschalter hier kann die Vorder- und Rückleuchte ein- bzw. wieder ausgeschaltet werden. Für den nötigen Fahrkomfort hat der Hersteller hier zwei Schaumstoffpolsterungen integriert an den Handgriffen, damit das auch bei langen Fahrten nicht zu unbequem wird. Und natürlich haben wir auch noch eine Leuchte vorne und auch einen Reflektor. Und Reflektoren sind natürlich grundsätzlich wichtig, deswegen haben wir nicht nur vorne einen, sondern hinten und ebenfalls noch zwei gelbe Reflektoren an der Seite. Zudem bietet der 1&1 E-Scooter 10 Zoll große Luftreifen, die auch ganz einfach mit Hilfe des Ventils mit Luft befüllt werden können, so ähnlich wie ihr das bereits von eurem Auto aus kennt. Die gummierte Trittfläche ist besonders groß, aber natürlich nur für eine Person geeignet und stellt somit sicher, dass ihr da nicht so leicht herunterrutscht. Damit ihr den E-Scooter auch bequem hinstellen könnt, so wie ich das gerade gemacht habe, gibt es einen kleinen Ständer. Und hier hinten an dem Schutzblech, hier findet ihr einen Haken. Und wenn ihr euch fragt, wofür dieser Haken ist, der E-Scooter kann natürlich auch ganz einfach zusammengeklappt werden. Das zeige ich euch jetzt mal. Das klappt auch mit einer Hand. Die Lenkstange einfach nach unten. Und denn hier gibt es eine entsprechende Vorrichtung, eine Öse. Und schon könnt ihr den mit der Lenkstange transportieren. Geht auch mit einer Hand, wiegt nämlich nur 15 Kilogramm. Der 1&1 E-Scooter hat natürlich offiziell eine ABE, das heißt eine allgemeine Betriebserlaubnis, ist damit auch für die Straße zugelassen. Bevor ihr den aber dann tatsächlich auch auf der Straße fahren könnt, braucht ihr von eurer Versicherungsgesellschaft ein Versicherungskennzeichen. Das müsst ihr hinten draufkleben und dann kann es auch schon losgehen. Aufgeladen wird der E-Scooter hier. Hier ist so ein kleiner Ladeanschluss, der verbirgt sich hinter so einer Gummilasche. Und innerhalb von 2,5 Stunden ist der E-Scooter wieder voll einsatzbereit. Für den SoFlow SO6 gibt es auch eine passende App. Das Handy verbindet sich dabei via Bluetooth mit dem E-Scooter. Die App gibt es kostenlos im App Store herunterzuladen. Ihr könnt euch dann ein Konto anmelden oder direkt mit Facebook oder Google verbinden. Wir verbinden uns mit unserem Google-Konto. Und im nächsten Schritt wird ein E-Scooter in der Nähe gesucht. Er hat ihn auch schon direkt gefunden. Ich hatte ihn schon eingeschaltet. Dann muss ich noch das Passwort von meinem Konto eingeben und kann im Anschluss auf die Fahrzeugdaten zugreifen. Sehe hier den Akkustand, sehe die Restreichweite, die ich noch habe und wie viel CO2 ich eingespart habe. Kann auch hier direkt die Wegfahrsperre aktivieren, indem ich nach oben wische und kann den E-Scooter mit Herunterwischen einfach wieder freigeben. Das ist jetzt hier das Dashboard. Hier im Menü kann ich noch auf die Fahrtenhistorie zurückgreifen.
Es gibt noch eine Hilfeseite mit nützlichen FAQs und ich kann auch das Fahrzeug wechseln und anschließend auch mich wieder aus der App ausloggen. Ja, nach den ganzen technischen Daten fragt ihr euch natürlich jetzt, wie fährt sich denn der E-Scooter überhaupt? Und meine persönliche Meinung ist, damit kann man schon ganz schön komfortabel durch die Stadt fahren. Dank der großen Luftbereifung werden kleinere Stöße und Unebenheiten super ausgeglichen. Und der E-Scooter hat zwar keine Federung, aber die Luftreifen, die verzeihen schon jede Menge. Auch so kleine, flachere Bordsteinkanten sind für den E-Scooter überhaupt kein Problem. Mit seinen 350 Watt bietet der E-Scooter auf jeden Fall ausreichend Leistung, nicht nur um damit ordentlich zu beschleunigen, sondern er schafft damit auch Steigungen von bis zu 12%. Die Geschwindigkeit lässt sich hier ganz einfach mit dem Hebel regulieren und natürlich auch ein wichtiger Aspekt, das Bremsen. Die Bremsen sind auf jeden Fall sehr stark, dass man damit auf jeden Fall schnell wieder zum Stehen kommt. Zudem macht der E-Scooter einen wirklich sehr stabilen Eindruck und auch das Fahrverhalten ist wirklich ausgeglichen. Man steht sehr stabil auf der großen Trittfläche und auch die großen 10 Zoll Reifen sorgen dafür, dass man jetzt nicht irgendwie so schnell ins Schlingern gerät. In Sachen Diebstahlsicherung bietet der E-Scooter die sehr nützliche Wegfahrsperre. Eine Alarmanlage wäre vielleicht noch das i-Tüpfelchen gewesen, aber wer keine Wegfahrsperre nutzen möchte, kann zudem den Scooter auch ganz einfach mit einem Fahrradschloss anketten. Ja, das war unser Review zum 111 E-Scooter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, hinterlasst dazu doch mal gerne einen Kommentar. Den 111 E-Scooter bekommt ihr in Verbindung mit einem 111 Vertrag in der 111 Vorteilswelt. Mehr weitere Informationen dazu findet ihr unter anderem in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch wissen wollt, was alles zum Lieferumfang gehört, das findet ihr in unserem Unboxing-Video. Das verlinken wir hier oben. Und ich sage, ja, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.